So, dann bevor ich anfange, erstmal herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Ja, ich schmeiß noch mal schnell eine Aufnahme hinterher. Ich bin zwar von der Arbeit mehr oder minder kurz erst zurückgekommen, bin noch relativ fertig. Und immer vergibt es mir bitte, falls es ja irgendwie ein bisschen dummduselig sein sollte. Aber wie auch immer. So, ich collecte jetzt hier erstmal noch mal ein paar Punkte oder ein paar K ein. Mal gleich schauen, was ich vielleicht noch so zwischendurch freischalten werde. Oh, da ist er wieder. Wie auch immer, ich habe keine Ahnung, wieso sie jetzt vor kurzem weg war. Aber ist ja auch schon nicht schlimm. Die nette Dame ist wieder zurück in der Liste. Habe ich gelernt, was womit ich mich vergleichen kann. Ah ja, scheiße. Da war ja was. Ich war ja bei der Forschung bei für den zweiten Stern. Genau. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt so schnell wie möglich durchzurushen. Ist mir aufgefallen, was ich in der letzten Folge mal gemacht habe. Ich habe alles Mögliche gemacht, aber ich habe mich nicht auf die Forschung konzentriert. Was natürlich auch heißt, ja, scheiße. Es ist halt in der Forschung nicht weitergegangen, was ich eigentlich auch gebraucht hätte, um den ersten Stern zu kriegen. Deswegen hat das Ganze weitaus länger gebauert. Alles klar. Gedauert. Als es eigentlich hätte sein sollen. So, Forschung abgeschlossen. Okay, gut. Sondermeldung. 2 von 4 Patienten geheilt. Müde Knochen. Herzlichen Glückwunsch. Lykantropie hatten wir schon. Spritzenhaus benötigt. Das war noch nicht. Ich glaube noch nicht fertig. Schicken wir mal einfach nach Hause. Kopfsalat hatten wir auch schon. Gut, damit ist der Spaß erstmal durch. Wir haben es jetzt hier im Moment noch Pause. Mal gucken. Quatsch. Ich bearbeite jetzt hier erstmal noch ein bisschen. Und mal gucken, was ich da noch zusammengebastelt kriege. Scheiße, eine Aufnahmestation kriege ich hier gar nicht mehr hin. Oh nö, scheiße. Ja, schon fängt der ganze Mist nämlich an. Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte umbauen und die Aufnahmestation erweitern, weil es einfach zu viel war. Ja, abbrechen auf jeden Fall. So, das heißt, ich bleibe jetzt hier erst noch mal kurz im Pausenmodus. Das gibt doch mal einen kleinen Vorlauf, einen zeitlichen vielleicht oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht schneide ich es auch einfach raus, je nachdem, wie lust- und launig ich gerade bin. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich umgebaut habe. Yeah.
So. Sehr schön. Oh, guck an, geht auch schon gleich los. Beförderung. Ja, können wir mal machen. Haben wir das mal im Spritzenhaus benötigt. Patienten nach Hause schicken. Ich glaube, das Spritzenhaus war nämlich noch in der Forschung, soweit ich mich nie ganz täusche. So richtig. Genau. Spritzenhaus ist noch in der Forschung. So, was ich gemacht habe, ich habe hier hinten auf jeden Fall schon mal einen Flüssigkeitsbeschleuniger gebaut. So ein Entsafter oder wie auch immer. Ja, ansonsten habe ich hier jetzt die Räume umgebaut, einen neuen Pausenraum, neue Toilette mit dazu. Ansonsten habe ich hier nicht wirklich viel im Moment gemacht. So, Spritzenhaus benötigt. Ab nach Hause haben wir noch nicht. Das dauert noch etwas. So, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so wie es aussieht, brauche ich noch Ärzte. Einstellen. Also machen wir das doch einfach mal. Einstellen. Ich glaube, brauche ich noch Assistenten? Vorne für den Empfang? Ich glaube, ja. Machen wir einfach mal. Was ist denn mit ihm hier? Energie ist so gut wie weg und er sieht auch ziemlich bescheiden aus. Er freut sich überhaupt nicht. Gut, also stellen wir einfach mal ein paar Leute ein. Einfach mal deswegen. Weil ich denke, wenn er halt geht, dann geht er halt. Und wenn er nicht geht, ja gut, dann geht er halt nicht. Dann ist es umso besser. Wir brauchen auf jeden Fall noch Ärzte. Und das jede Menge. Und ich bin echt am Überlegen, jetzt hier gleich noch ein bisschen auf die Psychologie zu gehen. Sodele. Holen wir jetzt noch mal ein paar Leute mit rein. Oh, was hat er denn sonst noch? Hier, wie sieht's denn aus mit seinem Gehalt? Komm. Gehen wir da jetzt auch einfach mal komplett die Rutsche lang. Schrauben wir jetzt mal alles mal hoch bei den Leuten hier. Ich habe das Ganze auch mal jetzt ein bisschen schöner gestaltet. Ein paar Blümchen aufgestellt. So, und alle kriegen eine Gehaltserhöhung, bis auf der Kerl, dem nichts gefällt. Ich denke mal, das ist doch eigentlich ein guter Deal. Oh. Komm, hier, du zuerst. Ich bin noch nicht fertig mit Befördern. Ich kann noch nicht hier alles angucken. Oder eher gesagt, ich muss doch hier für Arbeitgeber des Jahres und so. Ach, scheiße. Gut. Gucken wir mal, wie habe ich mich denn beim letzten Mal gemacht in der Aufnahme? Ich will doch mal hoffen, ganz gut. Schauen wir mal, der erste aufsteigender Stern. Das ist natürlich ich, was auch sonst hier, Arbeitgeber des Jahres. Natürlich wird das unter Garantie. Jawollo, das bin natürlich ich. Keine Todesfälle. Ich glaube, das habe ich so oder so nicht hingekriegt. Das habe ich in der Testaufnahme, habe ich das einmal hingekriegt. Oder wo ich die Dinge ins Kirchen nachmachen musste. So, aber bis zum Lehrkrankenhaus haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Heckgekriegt, alles klar. Patientenpreis. Natürlich ich, wer auch sonst. Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Noch nicht. Ich habe noch nicht alles auf 5 hochgezogen, war klar. Die neuen Räume sind jetzt auf 5. So, Krankenhaus mit bester Forschung. Ja, bis auf halt die Analyse, die noch nicht. Beste Forschung, das sind natürlich wir, was auch sonst. Und Krankenhaus des Jahres ist vom Feinsten. Gut, das heißt, ich muss jetzt zusehen, dass ich keinen Todesfall habe dieses Mal. Und wenn ich es hinkriegen sollte, dass keiner stirbt und ich das Prestige noch ansatzweise ein bisschen hochziehe, dann sind die Chancen auf jeden Fall sehr gut, dass ich wirklich alles sauber absahnen kann. Das wäre mal etwas. War ja klar. Kaum haben sie alle die Gehaltserhöhung drinne. Schon kommt der nächste um die Ecke und sagt, ey, ich bin befördert, ich brauche noch mehr Kohle. Befördern. So,
Nicht jetzt ausbilden, da muss ich jetzt erstmal gucken, was brauche ich denn eigentlich? Ich könnte, so wie es aussieht, Psychologen gebrauchen. So, Psychiatrie, Stufe 1. Haben wir bereits 4 Leute, 8 könnten wir ausbilden. Nehmen wir mal die 9. Das sind ja Allgemeinmediziner, die noch nicht. Der ist in der Forschung, der braucht das auch nicht. Verfügbare Ausbilder, holen wir uns mal einen externen rein, soll uns scheißegal sein. Ich scheiße auf die Kohle. Das ist mir jetzt im Moment absolut Hupenlatte. Ups. Hat er dem auszusehen? Ich glaube, der hat dem gerade eben ein bisschen zu viel abgezapft. Diagnose 54%. Das ist schon mal ganz gut. Obwohl man direkt schon sieht, dass er keine Farbe hat. Dann müsste einmal mit dem Farbeimer übergossen werden. Aber egal. Gut, gucken wir uns das ganze Spielchen nochmal an. So. Große Spritze. Eieiei. Aua, 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 aua. Oh, Danny Flop hat eine Bitte. Er lässt sich von hinten fotografieren. Na toll. Was meinst du? Ich wollte schon immer mal eine Menge Geld sehen. 100.000. Ja, das kriegen wir wohin. Spritzenhaus benötigt. Patienten nach Hause schicken. Wir haben noch kein Spritzenhaus. Das ist immer noch in der Forschung. Aber die Forschung rennt. Na, aber hallo, Trio. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so, wollte gerade sagen, du bist hier in der Schulung. Nicht rumkaspern hier. Oh, ich glaube, ich könnte sogar noch ein paar... Könnte ich noch einen Hausmeister gebrauchen? Ich hole mir einfach noch mal einen dazu. Oder zwei, weil ich habe jetzt hier ziemlich viele Klamotten, die ich gießen muss. So. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Die Ärzte sind hinten. Na, 2 Räume sind besetzt. Psychologie ist voll dabei. Das sieht doch soweit eigentlich. So, Beruf, Besuch von Hostix, beeindruckend. Jawohl. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht noch mehr Leute in die Forschung reinballere, damit das vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Und ich brauche Diagnose. Ich brauche Diagnose ohne Ende in der Psychiatrie und auch in der allgemeinen Medizin und auch halt im Patientenzimmer und alles Mögliche. Hintergrund ist, das Problem ist, die Leute kommen rein, die gehen zum Arzt und dann gehen sie alle möglichen Diagnosestationen ab und es dauert Ewigkeiten, bis die irgendwann mal herausfinden, was mit denen los ist. Und dem entgegenzuwirken, werde ich jetzt versuchen, die Diagnose so hoch wie möglich zu ziehen bei den meisten Ärzten, damit das einfach schneller vorangeht. Damit die reinkommen, einmal rein, wunderbar, zack, peng und raus und juckuhu und los geht's. Na, also damit die dann direkt in die Behandlung reinkommen. Oh, 11.000 Miese, so eine Scheiße. Oh Mann. Ich habe noch 70.000. Das sollte hoffentlich erstmal reichen. Noch. Sollte hoffentlich noch reichen. Wäre nämlich scheiße, wenn nicht. Und hier braucht man dringend noch beim Entleuchter einen Arzt. Wäre schön, wenn da als bald wie möglich jemand hinkommt. So, ich kann auch mal wieder auf Hochtempo schalten. Oh Mann. Gute Neuigkeiten, jawohl. Mitten University hat 5.000 gespendet für die abgeschlossenen Dingens. Spritzenhaus benötigt. Ein Patient mit Selfie-Sepsis möchte sich behandeln lassen. Patient nach Hause schicken. Ich hab's noch nicht! Oh, ich hab's jetzt. Super. Ein tolles Timing. TT, tolles Timing. Belohnung, Spritzenhaus, wunderbar. Mediflop Nachwuchsschwester, Herausforderung, Verdiener 100. Wow. Das ging schnell. Gut. Spritzenhaus ist fertig. Flüssigkeitsanalyse haben wir. Die Röntgenstrahlröhre haben wir noch nicht.
Was ist hier? Untersuche Forschung, Ausgabe Forschung 2. Mache ich noch nicht. Das kommt als letztes. Ich will jetzt erstmal die Klamotten alle haben, dann bin ich zufrieden. So. Kurs starten. Diagnostik 1 wäre nicht schlecht. Diagnostik 2 könnte man theoretisch auch schon. Spritzenverwaltung. Behandlungskompetenz im Spritzenhaus. Aha, aha, aha. Könnte ich 11 Leute reinschicken. Ich glaube, das mache ich später. Allgemeinmedizin geht einer, Medizin 3. Stationsverwaltung wäre auch nicht schlecht. Oder Station 2. Allgemeinmedizin 3. Nochmal 15% obendrauf. Bei 3 Leuten. 40 lohnen. So, die 3 machen wir. Und dann müssen wir extern einen einfliegen lassen. 45.000. Oh Gott. So, Allgemeinmedizin 3 ist on the run. Oh je. Der Junge ist kurz vorm Abnippeln. Glück gehabt. Für ihn. Die Kohle hätte ich ja trotzdem gekriegt. So, Forschung läuft. Das heißt, ich stehe kurz vor Stern 2. Ja, fein ist das. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt aufnehme. Naja, aber zusammengeschnitten ist es auf jeden Fall recht schnell. Sehr gut. Das heißt, sehr bald ist Stern 2 da. Mal gucken, was ich dann für Stern 3 brauche. So stay at a holistics hospital, where our natural remedies are so expensive, they just have to be good for you. Holistics, where you can only hope it sticks. So. This is Two Point Radio. Spritzenanalgelyse. Haben wir auch mal rein. Hauen wir auch noch mal eine kleine Pflanze hin. Ich habe mal vorhin nachgeguckt, man kann sich sogar Hosen aufstellen lassen und so ein Scheiß alles. Oh, geschätzter Krankenhausleiter, 2 Sterne Krankenhaus, Glückwunsch zu Ihrem Krankenhaus und dem Lesefehler von mir. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium vom Two Point mit 2 Sternen bewertet. Ich habe gehört, dass deine Forschung und Entwicklung weiter vorankommt. Wie wunderbar für dich. Stützen Sie sich. Erst duzen und dann siezen. Hallo? Selbst ich als Legastheniker sehe das. Oh Gott, Mann. Stützen Sie sich weiter in Forschungsprojekten, um sich noch mehr Belohnungen zu verdienen. Jetzt hätte ich mich schon fast verschluckt, verdammte Scheiße. Oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. Mit tatenlosen Wünschen, Jackie Foxbridge, Fickenminister. So, danke schön. Danke fürs Zuhören. Belohnung 20.000. Wow, herzlichen Glühstrom. Und Kudosch 150.000. Schön. Easy Scan 3 Enzyklopädie Bücherregal 2 gekriegt. Okay. Fortgefahren tun. Im Mazda. Ja, eigentlich eher ein Tesla. Ich würde lieber eher einen Tesla haben, als meinen RX-8er. Der frisst mir einfach viel zu viel Öl und Benzin. Und er ist arschteuer im Unterhalt. Holt euch keinen Mazda RX-8. Geiles Auto, macht Spaß ohne Ende und ist arschteuer. Kein Schwein kann sich das Mist viel leisten. So. Und ich auch nur deswegen, weil ich den auf 30% fahre. Ansonsten könnte ich den auch nicht mit Vollkasko. Nee, keine Chance. So, ihr seht auch, ich habe ein paar neue Bänke mir besorgt. Warum? Weil ich es kann. Dann gucken wir mal. Weiterbildung benötigt. Nicht jetzt! So, 8 Ruf dazugekriegt. Sehr schön, besten Dank. Herausforderung, heile 7 Patienten mit Rock'n'Rollitis. Behandlungsraum Psychiatrie haben wir 3. Ja, das sollten wir wohl hinkriegen. Machen wir mal. Und das machen wir auch nicht jetzt, das kommt dann irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt. So, Stern 3, bildet 20 Mitarbeiter aus, erhalte 4000 Forschungspunkte, heile 100 Patienten. Fear not, dear listeners, for Sir Nigel Bickleworth has arrived to elevate your radio experience beyond the mundane. But first, a piece of music.
So, Diagnostik. Machen wir mal, ne? So, wir hauen jetzt hier einfach mal stumpf alle rein. Wir haben dann zwar kurzfristig keine Leute, ist mir aber im Moment scheißegal. So, das dauert mir viel zu lange. 59 bis 65, 40 bis 44. Starten! Den kaufen wir! Oh, ich bin pleite. Zurück! Ich habe kein Geld für so eine Scheiße! Aber jetzt in diesem einen Moment nicht aufgepasst. Ja, jetzt wollen sie natürlich alle wieder befördern. Oh, der hat Kohle! Der macht Fortbildung, wie blöde! Der hat bestimmt Kohle. Komm, den können wir noch einmal befördern lassen. Das war ja so klar, ey. Ihr Halsabschneider. Wenn ich euch so viel befördere, muss ich euch alle entlassen. Heilungsrate 66% muss ich haben. Das sieht doch im Moment eigentlich ganz gut aus. Haben wir noch genug? Ja, Psychiater haben wir zum Glück mehr als genug. Förderung oder Beförderung. Ich befördere dich gleich nach Hause, du blöde Arsch. Zum Glück kriegt man noch ein bisschen Kohle. Und ich glaube, der läuft super. Noch 6 im Gange. Und 6 im Gang. Na, eigentlich sind es, glaube ich, weiß gar nicht, 9 im Gang? Oder sagt er wirklich, oder sind die 3? Haha, die 3 waren im Zimmer, die waren gar nicht im Gang. So ein Lügner. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die 10.000 sicher. Das ist ganz gut. Die brauche ich auch gleich. Herausforderung. Verdiene 400.000. Annehmen. Das kann ich wollen. Ja, die Kohle geht flöten, weil alle Leute jetzt momentan auf Dingenskirchen sind. Befördern. Es sollte mich aber nicht stören. Ich kann zur Not einen Kredit nehmen und den sollte ich dann auch relativ gut wieder abzahlen können. Selbst jetzt verdiene ich ja noch Kohle. Und das sogar relativ gut. Und die Leute sind auch gleich alle fertig. Und dann sollte die Diagnostik wieder ordentlich rennen. Oh, weia, da oben stehen sie. Wie bescheuert. Nein! Scheiße! Ist doch jemand. Und noch will wer befördert werden. Alles klar. Weiter. Oder eher nicht weiter. BW fördern. 15.000 haben wir wieder voll. Sehr schön. Schulung durch. Ja, und da wollen schon wieder die nächsten. Warum kriege ich nicht hier sowas? Hier befördere 20 Leute oder irgendwie so einen Scheiß. Die hätte ich jetzt wahrscheinlich schon gleich. Alles klar, ich glaube, es hackt. Oh, danke, dass du mich in die Schulung geschickt hast. Ne, wunderbar. Ich hätte jetzt gerne noch eine Prämie oben drauf. Warum? Weil ich es kann. Blöd, Mann. Ja, die freuen sich alle wie bescheuert hier in dem Raum. Die kommen aber keinen Schritt voran. Raus da mit euch! Los! Aber zackig hier! Mann! So, Heilungsrate von 70% immer noch. Das ist gut. So, den Löcherer, den kennen wir ja schon. Wie sieht's hier aus? Will da? Ah, okay, gut. Einmal auf Normalgeschwindigkeit, bitte. Einmal rein zum Entsaften, bitte. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Mit der Spritze in der Hand da drin verstecken. Oder hier eine Spritze hinten durchs Rückgrat zu kriegen. Oder in den Arsch! Und das Ding ist nicht gerade klein! Ey, der Pink sei einen zweiten Anus! Oh Gott, ja super. Und die Geister sind natürlich hinten jetzt hier auch noch unterwegs. Ich hab doch hier Hausmeister. Hier, nimm den mal mit da. Dankeschön.